Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ankh 3 Kampf der Götter. Und jetzt werden wir Badawi mal ansprechen auf diesen wunderschönen geschmückten Sarkophag. Hey, da bist du ja wieder. Gut, was haben wir bis jetzt? Ich habe einen Sarkophag besorgt. Nicht schlecht, Asil. Jetzt können wir zum Mumifizierungsteil übergehen. Ich denke, da wirst du auch noch die geeigneten Zutaten finden. Vielleicht kommen wir hiermit weiter. Sehr schön. Her damit. Ja, dann gebe ich hier die Bandagen, ne? Jetzt werde ich eine Mumie. Stunden. Schön stillhalten. Ich hole nur noch eine Sicherheitsnadel. Ich sehe gar nichts. Oh, ich verliere das Gleichgewicht. Die erste Regel des Trödelladens ist, du sprichst nicht über den Trödelladen. Warte, ich hab hier was für dich. Nimm. Am besten setze ich mich irgendwo hin. Nicht, dass noch was passiert. Hey, Asil, was machst du denn hier? Komm mit, nichts wie runter von der Straße. Jetzt aber hinein in den Sarkophag. Ich gewinne! Ich gewinne! Und die 13 gewinnt. Schon wieder? Verlier endlich, Badawi. Na gut, ich geb mir Mühe. Wie schade. Sie haben eine Nacht mit der Tänzerin verspielt. Verdammt. Ja, okay, jetzt haben wir eine teure Opfergabe runtergeschmissen und wir sind Bestandteil dieser Opfergabe und ja, so kommen wir jetzt doch in die Opferkammer. Ist doch schön. Jetzt habe ich auch verstanden, was das Ganze sollte, warum man da wieder mitspielen sollte. Okay, ja. Noch einen Drink? Der Barkeeper ist so langsam, manchmal glaube ich, der ist gar nicht mehr am Leben. Wisst ihr noch, das eine Mal im Junior-Götter-Ferienlager, als wir das erste Mal... Halt! Keine Geschichten über mich aus dem Ferienlager. Das könnte schnell peinlich werden. Nicht so peinlich wie die Sache mit der aztekischen Fußballmannschaft. Ra! Hey, seht mal! Osiris! Anmeldungsbogen? Oh nein, der ist ganz unten in einem der Koffer. Ach, mein lieber Osiris. Immer noch der gleiche liebenswerte Trottel. Was? Osiris? Wie kann das sein? Du bist untot und darfst dich nur in der Unterwelt aufhalten. Von wegen. Ich habe mein Herz zurückerhalten. Ich bin wieder einer von euch. Und ich sage dir eins, Seth. Ich glaube dir noch immer nicht, dass das damals ein Unfall gewesen sein soll. Was? Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Es war ein Unfall. Hey Leute, beruhigt euch. Ich weiß, dass du mich damals auf der Bühne mit Absicht zersägt hast. Aber nein, man hat mir die falsche Säge gereicht. Der Schuldige wurde gefunden und in ein Ankh gebannt. Jetzt holt euch doch erstmal was zu trinken, ihr alten Streithähne. Genau. Euren Zwist könnt ihr gerne noch beim Turnier austragen. Dafür ist es ja da. Apropos, die Anmeldefrist ist schon so gut wie verstrichen. Ob sonst noch irgendwer in den Ring steigen wird? Ich glaube, wir müssten uns anmelden, beziehungsweise unser Ankh. Hui. Boah. Geile Opferkappen. Da ist ein Schaf. Das ist doch mal eine geile Opferkappen. Ich mag die Musik, die gab es ja auch schon in Teil 1. Da ist jemand sein gesamtes Hab und Gut losgeworden. Boah. Sarkophagus. Diese Reise war wohl seine letzte. Das hat er nicht überlebt. Ein goldener Käfig? Wer möchte schon in einem goldenen Käfig leben? Wer möchte schon in einem goldenen Käfig leben? Oh, das war echt geil hier. Dieser eine Pott voll Gold würde mir schon reichen. Ja, dann leider habe ich Wichtigeres zu tun. Oh, wie kann man, kann ein bisschen was einstecken? Willkommen im göttlichen Portal. Bitte nennen Sie Ihren Namen. Na los, wie ist dein richtiger Name? Horus. Ja, der war's.
Bitte nennen Sie Ihr geheimes Wort. Oh nein, ich weiß mein geheimes Wort nicht mehr. Lass mich raten, Nervensäge? Das war der erste Fehlversuch. Schweig, Asil! Das war der zweite Fehlversuch. Ich hab's, es war bestimmt, ich bin der Größte. Das war der dritte Fehlversuch. Oh, großartig gemacht, Asil! Wenn Sie Ihr geheimes Wort vergessen haben, können Sie es sich durch Beantworten der Sicherheitsfrage umgehend zuschicken lassen. Fein, sehr gut, das machen wir. Ihre Sicherheitsfrage lautet, was ist mein Lieblingsessen? Puh, woher soll ich wissen, was vor 1000 Jahren mein Lieblingsessen war? Aber das hier ist ja ein Tempel für uns Götter. Vielleicht wurde diese wichtige Information irgendwo festgehalten. Also das Lieblingsessen von Horus müssen wir rausfinden. Da ist ein Wörterbuch. Haben wir das jetzt genommen? Ja, können wir da reingucken? Ja, keine Ahnung. Da gibt es nichts zu übersetzen. Ja, betrachte Statue. Sieht sehr standfest aus. Haben wir hier noch... Ja, das Schaf, ja. Schaf. So etwas wird also auch im Casino verspielt. Ja, das wundert mich auch ein bisschen, aber okay. Goldener Käfig. Was war das? Nimm Schriftrolle. Ah. So, und ich gucke uns jetzt mal an. Mit dem Wörterbuch. Jetzt ist der Kauderwelsch verständlich. So, was steht denn da? Aha, sehr interessant. Ja, sag doch mal was dazu. Aha, sehr interessant. Toll. Aha, sehr interessant. Ich dachte, du erzählst mir, was das Lieblingsessen von Horus ist. Das kann aber nicht wahr sein. Hier ist schon Ende im Gelände. Sarkophagus. Ja, reicht das schon? Können wir damit jetzt praktisch, Ihre Sicherheitsfrage lautet, was ist mein Lieblingsessen? Flambierte Erdbeeren. Vielen Dank. Ihr geheimes Wort wird Ihnen in Kürze zugesandt. Und wie? Wo ist das geheime Wort denn nun? Au! Ha! Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Na, großartig. Hätte es dir nicht etwas früher einfallen können? Besser spät als nie. Da liegt jetzt, was ist das? Eine Steintafel. Kann man die lesen? Was? Das Passwort ist Nagellackentferner? Was soll das denn sein? Ja, Hauptsache, wir haben das Passwort, ne? So. Willkommen im göttlichen Portal. Bitte nennen Sie Ihren Namen. Horus. Bitte nennen Sie Ihr geheimes Wort. Also gut, Nagellackentferner. Vielen Dank, das Portal steht Ihnen nun zur Verfügung. Schön. Und oh, wir kommen jetzt... Hey, warte mal! Was ist denn jetzt noch? Ist das da hinten nicht der Pokal vom letzten Fußball-Endspiel? Und wenn schon? Nimm ihn mit! Seit wann bist du denn ein Fußballfan? Moses ist der beste Stürmer aller Zeiten! Nimm den Pokal! Ist ja gut. Mhm. Wo mich das wohl hinführt? Die Qualifikation, Kapitel 5. Geil. Da quatschen sie alle. So, wir sind jetzt hier am Anfang. Das ist der Teleporter. Zurück dürfen wir wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr. So. Okay. Was haben wir denn da? Guten Tag, werter Herr. Und willkommen beim Konferenzraum der Wikingergötter. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte hier durch. Sie sind Ägypter, kein echter Nordmann. Bitte begeben Sie sich in den für Sie reservierten Bereich. Okay, wir müssen also in den ägyptischen Götterbereich oder so. Da sind also die Wikinger. Was haben wir denn hier für eine Klappe? Weinkeller. Verschlossen. Hm. Da ist George. Ach ja. Willkommen im Heiligen Hotel.
Ich hoffe, du wirst einen angenehmen Aufenthalt in unserem bescheidenen Etablissement verbringen. Wie kann ich behilflich sein? So, ja. Wo melde ich mich zum Kampf der Götter an? Die Tür dort drüben führt zum ägyptischen Bereich des Hotels. Dort findest du den Schiedsrichter, der deine Anmeldung entgegennimmt. Einen guten Tag wünsche ich noch. Das klingt auch gut. Machen wir das mal, ne? Also da drüben. Hier ist der ägyptische Bereich, ja? Ja, dann wollen wir da mal rein. Guten Tag, werter Herr. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte hier durch. Als Ägypter können Sie das Zimmer selbstverständlich betreten. Glück gehabt hier. Einen guten Tag wünsche ich noch. Ja, dann rein da. Jetzt können wir den ganzen Konsorten Quatsch. Bitte treten Sie ein. Ja, ich bin dabei. Wir hoffen, Sie werden einen angenehmen Aufenthalt haben. Hm. Genießt die Fahrt. Oh, willkommen im Jurassic Park. Nee, schaut mal, wer ist das denn? Kann das wirklich sein? Hey, Leute, ich bin zurück. Das ist doch... Ankh, altes Haus. Wie ist es dir ergangen? Du steckst doch nicht im Ernst seit der Abschlussfeier vor 1000 Jahren in diesem Ding fest. Und ob. Und es geht mir tierisch auf den Geist, kann ich euch sagen. Aber deshalb werde ich jetzt den Kampf der Götter gewinnen und dann wieder frei sein. Ja, ja. Hallo. Auch schön, euch kennenzulernen. Ankh, dein Träger kann ja sprechen. Ja. Warum hast du ihm nicht die Zunge herausschneiden lassen? Zunge herausschneiden? Ihr seid witzig. Du nennst das witzig? Na klar. Wie soll man jemand die Zunge herausschneiden lassen, wenn man in ein dämliches Ankh verbannt wurde? Schon seit Monaten muss ich mir sein unqualifiziertes Geplapper anhören. So, ja genau. Wann habe ich jemals etwas Unqualifiziertes gesagt? Also zuerst mal hast du deinen Freunden bei der verbotenen Party in der Pyramide deines Vaters gesagt, niemand bräuchte sich Sorgen machen. Und schwupps, hattest du einen Todesfluch am Hals. Ja. Das hast du damals mitbekommen? Na klar, durch die Sarkophagtür hindurch. Und dann in der Unterwelt, als du vor Osiris gestanden hast. Da hast du die Situation völlig missverstanden und wolltest mich an Osiris ausliefern. Ja. Also, da konnte doch wirklich niemand durchblicken. Später dann lagst du völlig betrunken in der Gosse und als mich zwei Schurken geklaut haben, hast du nur gelallt. Nennt ihn nur mit den hässlichen Flaschenöffner. Also, wenn das nicht unqualifiziert war. Ja, na gut. Echt? Das habe ich gesagt? Kann mich gar nicht dran erinnern. Wundert dich das bei dem Zustand, in dem du warst? Und schließlich dann wolltest du beim Pharao vorsprechen und hast gar nicht gemerkt, dass der untote Dinar vor dir steht. Und hast dich vom untoten Dinar in die Wüste schicken lassen, anstatt mal Alarm zu schlagen. Ja. Moment, da hingst du doch gar nicht um meinen Hals. Woher weißt du das? Hab ich gehört. Hat sich rumgesprochen. Also gut, ein paar unqualifizierte Kommentare waren dabei. Siehst du? Und du hast mich schon 1000 Mal einen Flaschenöffner genannt. Genau. Nur zu deinem Schutz. Das sagen sie alle. Ihr hattet wohl schon viel Spaß miteinander. Macht's euch doch erstmal bequem, bevor die Qualifikation losgeht. Leider seid ihr etwas spät. Ihr habt die Begrüßungsfeier verpasst. Aus dem südlichen Gut, Afrika. Wir können jetzt mit allen reden, ja? Okay. Oh Gott. War es nicht das? Das ist der Schiedsrichter? Hallo! Hallo, bist du der Schiedsrichter? Wieso fragst du das? Sieht man das nicht? Doch, natürlich. Ja. Wie läuft das mit dem Kampf der Götter ab? Ganz einfach. Zuerst kommt die Qualifikation. Wer die gestellte Aufgabe nicht lösen kann, wird für den eigentlichen Wettkampf überhaupt nicht zugelassen. Bist du bereit für die Qualifikation? Ja. Wir sind bereit. Schön. Deine Aufgabe ist es, den Weg durch das Labyrinth der 1000 Wege zu finden. Du wirst in einen geheimen Raum gelangen, aus dem du mir diese Karaffe hier mit einem sehr erlesenen Wein bringen musst. Der Wein stammt aus der bekannten Gegend El Ambrosco in Nubien. Bringst du mir genau diesen Wein,
hast du die Qualifikation bestanden. Und los geht's. Hui, okay. Ah, da kann ich mich dran erinnern. Ach du meine Güte. Eieiei. Ja. Ein Raum mit 1000 Türen und Treppen. Wow. Was zur Hölle ist das denn? Ja. Ganz, ganz geil. Ich weiß noch, dass das total kompliziert war. So, wir sind jetzt hier unten. Du Scheiße. Ein Sandstein. Den nehmen wir erstmal mit. Ja. Also es gibt hier jede Menge Türen. Da ist Durchgang zur gelben Ebene. Da wäre eine Treppe. Da ist aber gerade nichts. Also wir können von hier aus nur zur gelben Ebene gehen. Da ist eine Klappe. Moment. Klappe geöffnet. Zahnräder, da können wir den Sandstein reinpacken. Sand ins Getriebe gestreut, könnte man sagen. Ja, gut, das ist okay. Dadurch öffnet sich die gelbe Tür. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, wir werden uns hier beim nächsten Mal genauer umgucken. Das wird ein interessantes Rätsel. Knack. So, gelbe Ebene. Wo sehen wir denn jetzt? Ich sehe mich gerade nicht. Da stehe ich. Da stehe ich. Okay. Ja, Leute, wir schauen uns dann beim nächsten Mal hier genauer um. Die Oberkörper können vertauscht werden. Ja, ich freue mich, wenn es dann weitergeht. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.